Lass uns anfangen mit einer allgemeinen Weisheit, aber es kommt schon ein bisschen was mehr. Investoren machen vermeidbare Fehler in der Geldanlage und schmälern damit ihr Vermögen. Und wenn Sie sagen, das ist genau das, was ich hoffe, dass die Leute das machen, denn dafür bin ich da. Das ist genau die Idee, dass man diese Diskrepanz sieht, was Leute intuitiv machen und was auf der anderen Seite optimal, rational für die Anleger ist. Und diese Diskrepanz ist genau das, was Behavioral Finance interessiert. Man will wissen, was Leute intuitiv machen, wo vielleicht psychologische Fallen hin zum rationalen, zum optimalen Verhalten ist. Und deswegen ist es interessant, sich dieser Fragestellung zu stellen. Fangen wir an und wollen in zwei Dingen uns Gedanken machen. Ich laufe ein bisschen rum, damit wir aktiv bleiben. Also die erste Frage, die uns interessiert, was machen Leute tatsächlich, wie investieren Privatinvestoren, welche Fehler machen sie? Natürlich einige Beispiele, maximal eine halbe Stunde für die ganze Sache. Dann ein paar Worte zu der rationalen Investition. Und die Differenz zwischen diesen beiden Sachen nochmal ist die Aufgabe des Beraters, den Kunden dahin zu führen, rationalerweise zu investieren, aber man muss natürlich auch wissen oben, was die Leute eben intuitiv überhaupt falsch machen, um eine Beratung zielgerichteter anfangen zu können. Ein paar Fragen habe ich plakativ aufgeführt, möchte ich durchgehen und diese erste Punkt versuchen zu beantworten. Erste Frage, also ein bisschen an Sie, aber auch an andere gerichtet, deswegen das große, das kleine S. Wie gut können Sie Aktienkurse vorhersagen? Ich war neulich auf einer Abendveranstaltung einer großen Fonds. Das hat mich völlig begeistert. Da sind erwachsene Männer, die richtig wichtige Männer aus der Fondsbranche sind. Und der eine sagt, ich sehe den DAX bei 10.000 am Jahresende. Der andere sagt 8.400. Der andere sagt 9.600. Das ist mir völlig unklar, wie man sich zu solchen Aussagen hinreißen lassen kann. Ich habe dann den Mann vom Investmentfonds, also so und so viele Milliarden an der Management gefragt, warum machen Sie eigentlich sowas? Sagt er, das ist ein großes Spiel, das ist einfach Show hier. Also die Frage, wie gut können Sie Aktienkurse vorhersagen? Und wir gucken uns mal, um die Frage ein bisschen anzugehen, dann kommt natürlich immer gleich dann, was meint die Wissenschaft dazu, das nächste Bild an. Eine Frage an Sie. Sie sehen hier den Zeitraum vom November 1990 bis November oder Dezember 1994. Ich hoffe, dass Sie sich nicht mehr an die Zeit erinnern, sonst ist das Ganze ein bisschen obsolet. Sie sehen hier drei Zeitreihen. Zwei von den Zeitreihen sind ausgewürfelt. Eine Zeitreihe stellt den tatsächlichen DAX-Entwicklung dar. Ausgewürfelt heißt, dass wir einfach die Schwankungen aus dem tatsächlichen DAX nehmen und den Computer das ziehen lassen und dann kommen diese Bilder raus. Und die Frage an Sie, wie man als Professor macht, was meinen Sie denn dazu? Er hat das ganz toll, das war nämlich die Absicht, das war nicht abgesprochen. Er zuckt die Schulter und sagt, ich gucke mir die drei an, ich weiß es eigentlich nicht. Und das ist genau die Aussage, wenn wir nochmal zurückgehen, können Sie Aktienkurse vorhersagen? Salopp gesagt, noch nicht, das ist völlig in Ordnung, nur nicht, wenn Sie diese Bilder sehen hier, können Sie sagen, welches der DAX ist. Denn der DAX, auch statistisch, auch wenn man nicht nur hinguckt, sondern moderne, wenn man so sagt, ökonometrische Methoden benutzt, man kann es nicht, man kann nicht unterscheiden, ob das die DAX-Entwicklung, das oder das ist sie, nur als anekdotische Anmerkung hinten dran. Der Aktienkurs ist von einem Zufallsprozess mit Drift, wir nennen das Random Walk plus Drift, nicht zu unterscheiden. Punkt aus. Das ist natürlich für Ihre Kunden eine Herausforderung, weil ich habe das schon, wenn ich zum Anlageberater hingehe, sage ich natürlich auch, wo steht denn der Aktien, also zwischen mal mit dem gewissen Unterton, wo steht denn der DAX am Jahresende, der sagt mir irgendwas. Und dann versuche ich ihn zu erziehen. Aber nichtsdestotrotz, das ist der Stand der Dinge. Antwort, man kann Aktienkurse nicht vorhersagen. Der Einzige, der es kann, ich habe mal ein Interview gehabt, ist Frau Schlotterbeck. Wer ist Frau Schlotterbeck? Frau Schlotterbeck ist die Hexe des Holber Hotzenplotz. Die hat eine Kristallkugel, die kann Aktienkurse vorhersagen. Andere nicht. Das ist eins der ganz großen Sachen, wo Sie praktisch keinen Wissenschaftler finden, der in der Richtung was anderes macht. Und das ist der erste Punkt, wo man natürlich in der Beratung mit den Leuten zurechtkommen muss. Ne? Aber ich kann so sagen, so ist es. Nächste Frage, wie häufig kaufen oder verkaufen Investoren Aktienvoranteile im Jahr? Wie oft sollen sie das machen? Auch wieder, was machen Leute intuitiv und dann warum machen sie es? Und auf der anderen Seite, was kann man damit anfangen? Gucken Sie sich dieses Bild an, das habe ich aus einer amerikanischen Publikation auskopiert von einem Herrn Odin. Da ist aufgeführt, das sind reale Daten eines Discount-Brokers, die
aufgeführt sind in Discount-Broker-Kunden mit einem geringen Umsatz, bisschen mehr, muss vorsichtig sein hier, bis zu einem hohen Umsatz. Das ist der durchschnittliche Investor. Dieser Pfeil hier, oder diese Höhe ist der, wie hier oben steht, die Bruttorendite. Das ist die Nettorendite und das sind die Kosten. Wenn Sie sich angucken, das Bild, ist die Bruttorendite bei allen drei Gruppen, ob ein geringer und hoher Umsatz ist, identisch. Das heißt, viel Handel bringt ein viel Handel was. In der Bruttorendite ist kein Unterschied da. Sie sehen, alle drei Dinger sind gleich groß und der Durchschnittsinvestor ist natürlich identisch. Sie sehen hier die Nettorendite. Nettorendite geht systematisch runter. Das heißt, die Frage ist, sind Investoren, die viel handeln, können die, sind die besser? Ja, sie sind besser für die Bank, aber nicht besser für sich selbst. Es ist ganz eindeutig, Investoren handeln zu viel und es gibt eben natürlich das alte Börsenweisheit dazu, da ist hin und her taschenleer und die spiegelt sich hier in den Kundendaten wieder. Und die Frage, die man natürlich vom Verhalten wissenschaftlich stellen muss, warum ist das so? Und das sind Daten, die kommen weltweit immer wieder dasselbe raus. Leute, die mehr handeln, sind in aller Regel schlechter dran. Warum ist das so? Die psychologischen Erklärungen aus Behavioral Finance heißt eben, weil Leute glauben, sie müssen aktiv sein. Nur wer aktiv sein, schafft irgendwas in der Richtung. Ja, er schafft was, Gebühren für die Bank, aber nicht für sich selbst. Guck mal, weitere Sachen, was Leute für Probleme vielleicht im Umgang haben und wo sie ihres Rats bedürfen. Beispielfrage an Sie, ich werde Sie jetzt nicht, wir können das ja nochmal zusammen machen, schon eingespielt. Sie legen 30.000 Euro an und zwar für 30 Jahre zu 2% oder für 20 Jahre zu 3%. Die Frage ist, welcher Endwert ist höher? Nun sind wir eingespielt, er weiß schon, was er quasi netterweise didaktisch darauf sagen kann. Er weiß es nicht. Das heißt, wir sehen wieder, dass eigentlich eine Sache, die im Anlageverhalten extrem wichtig ist bei der Anlage, nämlich die Zinseszinsrechnung, ist bei uns nicht intern verdrahtet. Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ich kann sie natürlich auch nicht beantworten, außer wenn ich, das schaffe ich noch selbst ohne Mitarbeiter, aber wenn ich es ausrechne, also 30 Jahre zu 2% sind 54.000 Euro, war Zufall, dass das so knapp wird, 20 Jahre zu 3%, das ist ein bisschen weniger. Aber was rauskommt eben, die Message, die wir haben sollen, wir sind eben geprägt durch unsere Jäger- und Sammlerzeiten und in unseren Jäger- und Sammlerzeiten haben wir keine Zinseszinsrechnung machen müssen. Das heißt, wenn wir intuitiv an solche Probleme rangehen, haben wir Probleme mit der Zinseszinsrechnung. Wenn wir sagen, das ist ein Beispiel, naja, gucken Sie sich die Implikation dieser Sache fürs Anlageverhalten an. Also die Idee ist, das Problem ist, Investoren können mit Zinseszinseffekten nicht richtig umgehen. Was heißt das denn? In dieser Grafik ist aufgetragen, die Entwicklung eines Vermögens, wenn Sie 1.000 Euro anlegen, über 30 Jahre, bei einer erwarteten Rendite von 8% pro Jahr vor Kosten, erhalten Sie in 30 Jahren aus diesen 1.000 10.063. Das ist an sich erfreulich. Wenn Sie 1% kosten, betrachten Sie mal die normalen Kosten, die Managementgebühr oder anderen Total Expense Ratio und Fonds drin sind. Wenn Sie 1% Kosten pro Jahr haben, sind Sie auf 7.600. Wenn Sie 3% Kosten haben pro Jahr, sind Sie auf 4.300. Das heißt, 3% Kosten, das hört sich erst im Moment an, naja, es ist irgendwie 3%, aber ist nicht so schlimm oder so in der Richtung. Aber auf Deutsch, 60% Ihres Ertrags ist bei 3% Kosten weg. Das ist aber die Idee, nun wenn Sie sagen, Mensch, vielleicht der eine oder andere wird sagen, das ist aber echt viel. Warum? Warum fällt mir das nicht intuitiv auf? Antwort, weil sie eben nicht mit der Zinseszinsrechnung aufgewachsen ist. Das ist eben nicht intuitiv in den Leuten drin, sondern man muss es aufschreiben. Der Herr rechnet nach. Wir haben es mehrmals nachgerechnet. Wenn es nicht stimmt, sagen Sie Bescheid. Dann wird die Folie natürlich verbessert. Ne? Aber Sie sehen, das ist eine Möglichkeit, wo Sie eben aufzeigen müssen, wo Sie dem Kunden helfen müssen, weil er eben intuitiv mit dieser Zinseszinsrechnung nicht zurechtkommen kann. Nächstes Beispiel. Wo Leute aufgrund von psychologischen oder Verhaltenswissenschaften Unvollkommenheiten Probleme haben können. Kunde, ich bin ja aus Mannheim, da guckt man über den Rhein und sieht natürlich immer die rauchenden Schornsteine der BASF. Ihr Kunde arbeitet bei der BASF und investiert gleichzeitig in BASF-Aktien. Ist das sinnvoll? Gucken wir uns das an. Situation 1, BASF geht es gut, der Arbeitsplatz ist sicher, man hat eine hohe Rendite in der Aktie. Situation 2, der BASF geht es schlecht, Sie sind arbeitslos oder Sie kriegen keine Kontime oder was auch immer. Und
ihre Aktie wertlos, so schlimm wollen wir nicht sein, aber Aktie verliert an Wert. Das heißt, durch diese Art und Weise diversifizieren das Risiko nicht in Ordnung. Das heißt, die Antwort wäre, wer bei BASF arbeitet, sollte nicht auch noch sein Finanzvermögen in BASF investieren. Wir sagen, das weiß ich. Dann habe ich den Vortrag oder diese Folie neulich mal vor Mitarbeitern eines Finanzdienstleisters gehalten, der an der Börse notiert ist. Was meinen Sie, wie viel von den Leuten, die sagen, ja, klar, Aktien dieses Finanzdienstleisters hatten? Wenn ich die Prozentzahl, das ist eben so 100 minus x und x eine kleine Zahl, aber Sie sehen, das ist drin. Aber die Frage ist natürlich, die uns auch interessiert, warum machen die Leute das? Immer wieder diese verhaltenswissenschaftliche Komponente dabei. Warum machen die Leute das? Weil sie glauben, sie sind mit der Renditeentwicklung der BASF-Aktie vertraut. Wir haben Studien gemacht, wo Leute in den USA und die Leute sind glauben, sie sind vertraut mit ihrem Heimatmarkt und sind eher bereit, da zu investieren in die Aktie ihres eigenen Unternehmens, in den Heimatmarkt oder in ähnlichen Sachen. Es stimmt nur nicht. Es hilft ihnen nur nicht. Und das ist eben praktisch ihre Aufgabe wieder, dem Kunden zu helfen, ihn vielleicht auf die psychologische Falle hinzuweisen oder wie auch immer sie das geschickt machen, ihn zu überzeugen. Kommen wir eine weitere Sache an, wo wir so eine Falle haben, also Behavioral Finance und hin einen Beratungsbedarf. Sie haben ein Formular. Im einen Formular steht so aus, im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung steht ein Aktienfonds, drei Rentenfonds zur Verfügung. Welchen Anteil der Vorsorge würden Sie für den Fonds bei den Fonds investieren? Sagen Sie, das ist ganz klar, da muss ich die Risikoeinstellung, § 19, 4, MiFID und so weiter. Okay, alles in Ordnung. Gucken wir zwei an, Sie sehen, die Folie ändert sich nicht viel. Jetzt haben wir nur ein anderes Formular. Ein anderes Formular, dass wir drei Aktienfonds und einen Rentenfonds haben. Und wir sagen, also das dürfte ja nichts ausmachen, denn § 19, 4, MiFID, habe ich die Risikoeinstellung bestimmt und so weiter, so macht das der Kunde. Jetzt gucken wir uns mal Daten an, amerikanische Daten, ob das einen Effekt hat. Gucken Sie an, das sind Angestellte der TWA, das sind und Angestellte der University of California, Los Angeles. Nun kann man sagen, das sind unterschiedliche Leute. Es gibt aber viele Untersuchungen, das ist nicht das Argument. Der Kernpunkt ist hier, dass die ein Formular hatten mit 5 Aktienfonds und einem Rentenfonds. Und die hatten ein anderes Formular hier mit 4 Rentenfonds, 1 Aktienfonds. Die legen 75% in Aktien an und 25% in Renten. Die legen 34% in Aktien und 66% in Renten an. Das finde ich persönlich eigentlich erschütternd. Sie sehen, das Formular, das ist eine der wichtigsten oder die wichtigste Entscheidung in der Anlagepolitik der Mitarbeiter, die läuft in aller Regel so ab, dass sie ins Büro reingehen und sagen, was machen denn die anderen? Und da sagt dann die Frau, die in der Regel im Büro umsitzt, ja, überall ein bisschen was. Und überall ein bisschen was, wenn sie eben viele Kategorien der einen haben, legen sie da mehr ein und im anderen. Und das ist eben auch wieder die Notwendigkeit, Sie sehen, da ist auch wieder eine Psychologie dahinter. Man hat irgendwie gelernt, wenn man viele Töpfe hat, dass man in alle Töpfe was reintun soll. Und je nachdem, wie die Töpfe dargestellt werden, sind die Leute beeinflussbar. Und da kommt jetzt eben der Punkt, dass man eben sagen muss, das ist eben gefährlich. Das können Sie eben auf der einen Seite ausnutzen, das ist pfui, indem Sie diese Töpfe entsprechend Ihrer eigenen Überlegungen hinmachen. Und auf der anderen Seite können Sie natürlich dem Anleger helfen, indem sie intuitiv ihn das eine Falle reintappen lassen, die aber nachher vom Ergebnis her genau für ihn das Richtige ist. Das überlegt man in den USA, dass man versucht, die Leute durch Tricks dahin zu kriegen, zum Beispiel, dass sie mehr sparen. Da werden Formulare verhaltenswissenschaftlich, ich sag's mal übertrieben, getürkt, damit die Leute das machen, was sie für besser ist, aber was sie eigentlich gar nicht wollen. Mit solchen Überlegungen, die hier da sind. Schauen wir noch eine Sache an, dann ist es ein bisschen eine Zusammenfassung. Wie entscheiden sich, welche Aktie, welchen Fonds Sie kaufen oder verkaufen in dem Fall? Gucken Sie sich dieses Beispiel hier an. Das ist die Entwicklung. Man müsste jetzt ein bisschen die Fondsentwicklung ein bisschen schief drehen, das ganze Bild. Hier haben wir den Kurs, hier haben wir den Zeitablauf. Das ist die Kursentwicklung. Wir befinden uns heute an diesem Punkt. Und wir überlegen uns diese beiden unterschiedlichen Sachen und fragen uns heute, ob wir verkaufen sollen. Und wir überlegen uns hypothetisch, dass wir zu diesem Kurs gekauft haben und hypothetisch, dass wir zu diesem Kurs gekauft haben. Und die Frage ist, beeinflusst der Kaufkurs die Bereitschaft zum Verkauf?
Die Antwort der Wissenschaft oder Theorie oder je nachdem, was Sie es nehmen, des rationalen Denken ist, sollte er beeinflussen? Antwort nein. Nur die Zukunft, also lassen wir mal steuerliche Sachen außen vor, nur die Zukunftserwartung sollte eine Rolle spielen. Was machen die Leute tatsächlich? Es gibt da inzwischen eine kleine Industrie, die die Bankdaten untersucht hat und das weltweit findet, bis auf ein paar Leute in Asien, Investoren tendieren dazu, ihre Gewinne zu früh zu verkaufen und ihre Verlierer zu lange zu halten. Ist das gut für die Leute? Das ist eine psychologische Falle. Ist das gut für die Leute? Nein. Die Leute, die das machen, haben ein 1 bis 2 Prozentpunkte pro Jahr geringere Rendite, als die das nicht machen. Sie sagen, machen das Profis auch? Aufgeklärte Profis? Es gibt Untersuchungen von dem Chicago Board of Options Trade. Händler, die auf eigenes Geld dort handeln, machen das auch. Also Sie sehen, das ist eine Falle, die in einem sehr stark drin ist und da wieder die Aufgabe des Beraters, damit umzugehen. Und wenn man da mit Beratern fragt, manche haben das sich richtig bewusst gemacht und sagen, ich habe da Tricks, was ich machen kann. Ein Trick ist zum Beispiel, dass man den Kunden fragt, wenn er hier an dem jetzigen Punkt angekommen ist, würdest du heute das Papier kaufen? Wir sagen, nie im Leben. Dann verkaufst doch. Ne? Oder das hat einmal versucht, dass er, nee, verkaufen will, ist aber nicht in der Richtung. Ne? Ist sogar so weit gegangen, wir haben eine Untersuchung gemacht mit Studenten, also als Versuchsperson im Labor. Da haben die Studenten erzählt, wir haben das leider versehentlich verkauft. Wir sind aber bereit, das wieder zurückzuverkaufen und wir nehmen die ganzen Gebühren. Dann haben die Studenten gesagt, nee, also Gott sei Dank, es ist weg, die ganze Sache. Ne? Also Sie sehen, da ist ein unheimlicher Bedarf dazu da, dieses psychologische Falleninstrument, was in einem drinnen ist, aufzugreifen und durch Hilfe, das ist eine Beratungsleistung, die Leute zum rationaleren Entscheiden zu führen und damit eben zu einer höheren erwarteten Rendite. Wie gesagt, halbe Stunde Kaffeepause, nicht zu lang. Ich will noch mal ein paar Sachen dann zusammenfassen. Was sind Beispiele für psychologische Fallen, für Probleme, die Privatinvestoren haben? Leute glauben, den Markt zu schlagen. Da gibt es wunderbare Sachen. Sie merken, ich fange mich an, keine Angst, nicht so lange zu begeistern. Ist egal. Nicht so lange zu begeistern. Wir haben mal Daten eines Discount-Brokers bekommen, also reale Daten, und hatten zusätzlich die Möglichkeit, die Leute zu fragen. Das heißt, die Leute haben einen Fragebogen geschickt, 10% der Leute haben das beantwortet, das ist völlig in Ordnung. Da haben wir die Leute gefragt, wie hoch war ihre Rendite die letzten 3 Jahre? Geben die Leute eine Zahl an. Da haben wir die Rendite ausgerechnet, weil wir die Daten haben. Und ob Sie es glauben oder nicht, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Rendite, die die Leute schätzen, und der Rendite, die die Leute wirklich haben. Also man kann da jetzt eine Viertelstunde lang diskutieren, aber Sie sehen, wenn Privatinvestoren meinen, sie können den Markt schlagen, ob sie es wirklich machen, ob die Rendite da ist, da ist ein unheimlicher Bedarf dabei, wo man jedem Berater nur sagen kann, damit kannst du wirklich dein Geld rechtfertigen, dass du den Leuten in diesem Bereich hilfst. Wir haben gesehen, dass es kein Gespür für langfristige Investitionsentscheidungen, der Zinseszinseffekt ist, was nicht in uns drin ist. Leute handeln zu viel, weil sie in Kontrolle sein wollen. Es gibt Kontrollillusionen, sie diversifizieren nicht ausreichend. Denken Sie an das BASF-Beispiel. Sie kaufen Finanzprodukte, habe ich nicht erwähnt. Gibt es tolle Studien, auf die Sie vor kurzem aufmerksam gemacht wurden. Egal, ob die Nachricht gut oder schlecht ist. Und wenn Sie die kaufen, sind Sie immer schlechter natürlich als diejenigen, die die Nachricht gemacht haben. Sie verkaufen Aktien im Gewinnbereich, halten Verluste. Und was machen Sie? Sie zahlen mit zu geringer Performance. Kommen wir noch ein paar Worte, um positiv zu enden bei der ganzen Sache. Wie sollte man rationalerweise investieren? Und natürlich ist auch, wie mein Vorredner sagte, Sie sagten es, über diesen Paragraph kann man den ganzen Tag reden. Hier kann man auch ein paar ganze Tage darüber reden. Ein paar Worte, was man rationalerweise machen sollte, weil wir im Fonds, im ETF-Umfeld sind, auch hier ein paar Worte dazu. Gucken wir mal die einfachen empirischen Studien zur Performance von Privatanlegern. Ich weiß nicht, wie weit es hinten gut zu sehen ist. Ich erzähle mal ein paar Sachen. Wir haben was gemacht. In Schwede, Herr Andersen hat was gemacht. Es gibt, was ich eben sagte, so eine kleine Industrie, die Discount-Broker-Daten, auch Bankendaten inzwischen bekommen hat. Und man untersucht die Daten auf das tatsächliche Anlageverhalten. Was kommt raus? In Deutschland, wir haben Daten über 3000 Kunden, 1997 bis 2001.
es gibt auch andere weltweit, die sowas machen. Es kommt immer raus, wenn Sie den Index als Maßstab nehmen, den relevanten Index, eine Underperformance nach Kosten. Das heißt, die Idee, dass Privatanleger den Markt nicht schlagen, ist nicht nur dahergeredet. Sie finden es auch. Und hier auch bei uns, höheres Handelsvolumen senkt die Nettorendite. Das kommt in Schweden genauso raus. Die Leute machen, wenn sie auch in die Daten reingucken, was die Leute alles falsch machen, ist faszinierend. Die diversifizieren mit 5 Aktien und die sind hauptsächlich aus dem Telekommunikationsbereich und ähnliche Sachen. In Schweden genau dasselbe. In Schweden gibt es jede Masse Daten, weil die Schweden ihre ganzen Daten offenlegen müssen. Deswegen ist Schweden praktisch das Laborland für diese Art von wissenschaftlichen Untersuchungen. Steuerdaten, alles öffentlich. Eine starke Underperformance und auch da wieder hohes Handelsvolumen senkt die Nettorendite. Also das Handelsvolumen ist wirklich eine Sache, die irgendwie toll ist, wenn man aktiv ist, aber toll wirklich für die Bank. Was ist mit Fonds? Wenn wir schon den Markt nicht schlagen können, können Fonds wenigstens den Markt schlagen? Naja, Fondsmanager in der Regel auch nicht. Ich habe gesehen, draußen ist ein Stand mit Alpha. Vielleicht gibt es den da draußen, also nichts über den persönlich. Aber gucken wir mal ein paar Statistiken an. Und das Tolle ist, die sind nicht von uns. Also insofern kann man die glauben. Ich habe mir die 2 Quellen aufgeschrieben. Es gibt relativ viele in der Richtung. Es ist natürlich eine faszinierende wissenschaftliche Fragestellung. Lassen Sie mich mal dieses Bild beispielsweise erläutern. Das ist aus der Zeitschrift für Betriebswirtschaft 2007. Deutschland im Zeitraum, es hängt natürlich von Zeitraum ab, aber wie gesagt, es gibt hunderte von Studien weltweit, die diese spannende Frage natürlich untersuchen und es kommt fast immer Ähnliches raus. Das ist der DAX pro Jahr 9,43, Indexfonds ein bisschen weniger in der Entwicklung, aktive Fonds nach Gebühren deutlich weniger. USA, 30 Jahre Zeitraum, das ist eine der größten Studien, ein Herr Malkiel, das ist einer aus Princeton, der hat über 3000 Investmentfonds untersucht, S&P 500 15,8%, Vanguard Indexfonds 15,4% nach Kosten, aktive Fonds deutlich nach Kosten. Der Malkiel hat noch geschrieben, irgendwie 90% der aktiv gemanagten Fonds schlagen den Markt nach 30 Jahren und nach 20 Jahren nicht. Das ist traurig. Aber eigentlich auch nicht so traurig. Also fassen wir zusammen, nach Abzug der jährlichen Gebühren liegt die Rendite der aktiv gemanagten Fonds deutlich unter der Rendite der Benchmark. Indexfonds schneiden besser ab im Durchschnitt. Wir sind immer noch im Durchschnitt. Und mittlerweile lassen sich, das werden wir heute Nachmittag oder nach der Kaffeepause noch hören, passive Indexstrategien mit ETFs kostengünstig realisieren. Dann sagt man, naja, ist ja nicht so schlimm, wenn der Durchschnitt der Fonds den Markt nicht schlägt, das muss ja irgendwie so sein. Ne? Da kann nicht der Durchschnitt besser sein als der Durchschnitt, sowas in der Richtung. Wenn der Durchschnitt, muss ja nur den richtigen Fonds aussuchen, dann ist ja alles in Ordnung. Das ist die nächste Abbildung. Da gibt es auch Studien, eine faszinierende von Carhartt, das ist eine andere hier, auch von Markiel. Der hat Folgendes gemacht, der hat mal geguckt, in der Zeitraum von 1980 bis 1990 hat er die 20 besten aktiv gemanagten Fonds genommen. Die haben eine Rendite von 18% rund und hat den S&P 500 dagegen von 14%. Das ist klar, wenn es viele Fonds gibt, müssen ein paar besser als der Markt sein. Das ist keine große Sache. Wenn Sie mal mit einem Journalisten geredet, der hat gesagt, habe ich gesagt, können Sie einen Münzwurf vorhersagen? Habe ich gesagt, wenn Sie genug Leute haben, kann Ihnen immer einer sagen, wie 10-mal hintereinander welche Münze kommt. Und einer hat immer Recht im Nachhinein. Ne? Aber wir wollen ja im Vorhinein Recht haben. Ne? Und also im Nachhinein waren die hier besser als der Markt und hat geguckt, wie sind die denn, nachdem wir erkannt haben, dass sie in der Vergangenheit besser sind, in den nächsten 10 Jahren, also 1990 bis 2000. Also die besten Fonds 1800 in den 10 Jahren, was machen die in den nächsten 10 Jahren? Und das ist natürlich dann wieder trauriger, 13,8 werden der, also die sind nicht schlecht in der Richtung, das ist nicht desaströs hier, aber der S&P 500 ist größer. Dasselbe finden Sie auch hier im anderen Bereich. Und wenn Sie mal näher auch wenn ich ein einziges Mal hetzen darf, in die Berechnungen von manchen Leuten, die den Markt schlagen, gucken Sie mal, was Sie für einen Index nehmen. Ich habe neulich mit einem gesprochen, der sagt, ich habe den Markt geschlagen. Sage ich, ach. Und das war, sagt ein Mitarbeiter zu mir, ja, aber der hat doch einen falschen Index genommen. Ne? Der hat in kleine und mittlere Werte investiert und hat sich mit dem DAX verglichen. Habe ich gesagt, ja, aber Sie haben den falschen Index gesagt. Naja, ich sage, das ist egal, aber
Also das ist alles im Bereich, es gibt noch viele andere spannende Sachen, die man ja machen kann, aber die These ist, wo wir heute glauben, es gibt vielleicht manche Strategien, da ist man da Forschung dabei, die den Markt schlagen und so weiter, also eventuell, das ist gar nicht auszuschließen, aber nicht die große breite Masse, nicht so einfach und also so einfach geht's nicht. Kommen wir ja auch zum Schluss. Das ist, wie sollen wir investieren? Das sind Sachen, die Sie wissen, das ist praktisch nur so als Ausklang. Kaufen Sie, halten Sie, spekulieren Sie nicht, gilt der Spruch, wie eben schon gesagt, hin und her taschenleer. Streuen Sie breit, akzeptieren Sie, dass Sie den Markt nicht schlagen können. Wenn Sie Excitement brauchen, um es neudeutsch zu sagen, investieren Sie 5-10% in Excitement, aber das ist dann in Ordnung. Investieren Sie passiv, wie auch immer, breit gestreut. Glauben Sie nicht einfach, das ist natürlich nicht für Sie, aber für den Kunden, glauben Sie nicht einfach Ihrem Bankberater. Das Wichtige ist, stellen Sie ihm die richtigen Fragen, erkennen Sie seine Anreize. Das Beste fand ich in der Richtung, hat mal ein Interview in der Süddeutschen Zeitung, da haben die Beratung ein bisschen mit dem Metzger verglichen. Das war die Idee im Interview. Der Metzger sagt ja auch, wenn man zu ihm hinkommt, darf es ein bisschen mehr sein. Not? Und der Bankberater sagt auch, darf es ein bisschen mehr sein. Beim Metzger weiß man aber, dass der Wurst verkaufen will. Also erkennen Sie seine Anreize. Das ist das Wichtige, was man dem Kunden mitgeben soll. Das ist meiner Meinung nach Ihre Stärke auch, dass Sie Ihre Anreize offenlegen können und dass Sie natürlich dann gegenüber solchen Sachen gefeiter sind, weil Sie eben explizit hier Ihre Anreize offenlegen können. Informieren Sie, das ist auch für Sie selbstständig über Psychologe gefallen. Wir haben ein Buch geschrieben letztes Jahr, netterweise wurde der Prospekt ausgelegt. Und informieren Sie sich über psychologische Fallen, weil ich glaube, nur wenn man den Finger auf die, nicht die Wunde, aber auf den richtigen Druckpunkt beim Kunden legen kann, kann ihm helfen, die Fallen zu überwinden und kann damit auch rationalere, bessere Investitionen, Anlageentscheidungen treffen. Vielen Dank.